Hi Leute, heute gibt es wieder ein neues Review. Und zwar geht es diesmal um den Fantasia Strawberry Banana Split. Hier einmal die 50 Gramm OVP. Ja, Fantasia ist heute mein erster Fantasia, den ich review. Fantasia kenne ich schon länger, habe ich auch schon damals geraucht. Ist allerdings schon gut ein, zwei Jahre her, wenn ich ehrlich bin, da ich Fantasia irgendwann einfach nur noch nicht mehr so gut fand, und für den Preis habe ich immer eigentlich gute Tabak bekommen von anderen Marken, die zwar nicht so ausgefallene Sorten haben, aber dafür halt locker mithalten können. Ja, hier einmal eine Zipper. Also Fantasia bringt in den 50 Gramm OVPs so einen Fantasia Zipper mit. Ist eine ganz schöne Sache, da habt ihr keine Sauerei und habt gleich sogar einen Zipper da. Hier einmal die Feuchtigkeit, also der ist extrem nass. Kommen wir mal zu dem Geruch. Ja, es riecht nach Erdbeere. Also Bananasplit soll es sein. Aber von Banane oder irgendwie Eis oder sowas rieche ich jetzt nichts. Ja, Erdbeer pur würde ich das jetzt mal nennen. Also er riecht auch sehr stark nach dem AF-Erdbeer. Also dürfte jetzt nichts Besonderes sein, wie ich finde. Kommen wir mal zu dem Geschmack und zum Rauch. Hab ihn wie immer im China Head, drei Lagen Alu und zwei Brikos. Ja, wie ihr sehen könnt, sehr dichte weiße Rauchwolken zum Geschmack. Also ich bin etwas überrascht, der schmeckt sehr gut. Also der Erdbeergeschmack kommt meiner Meinung nach besser durch als beim Al-Fajr. Also es ist einfach eine sehr süße Erdbeernote, ist natürlich jetzt leider, wie ich es mir gedacht habe, kein Banane zu schmecken, auch kein Split. Also hier könnt ihr das hier sehen, Erdbeer-Banane-Split. Da seht ihr einmal Eis. Ich weiß nicht, ob ihr so gut sehen könnt. Ja, hier einmal Eis und Erdbeeren und Bananen. Schmeckt nach süßem Erdbeertabak. Also gibt es nichts dran auszusetzen für den Preis. Ich glaube, momentan kostet der, ich glaube, so um die 57 kriegt ihr bei jedem Shisha-Shop, shishanil.de oder shisha-arabica. Und ja, was für eine Punktzahl gebe ich den? Ich würde den 8 von 10 Punkten geben. Also es ist kein Muss, den zu kaufen. Ihr könnt ihn gerne probieren. Allerdings würde ich, wenn ihr schon beschließt, viel Geld für Fantasie auszugeben, würde ich lieber doch zu den aufregenden Cocktailsorten greifen, anstatt zu diesen Standardsorten. Also, wenn ihr Sorten rauchen wollt, dann bestellt euch lieber welche von Al-Fajr, Al-Ayami oder sowas. Ja, soweit erstmal von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Review dann.